Hey Papaplatte, mein Sohn hat mir von dir erzählt und ich würde dir gerne einen Prime-Sub schenken. Würdest du sagen, dass du dir dies verdient hast? Nein. Mein Content ist ein Haufen Scheiße. Ich mache nichts Sinnvolles in diesem Stream. Jeder, der hier subbt, ist ein kompletter Vollidiot. Yes. Aber trotzdem macht es irgendwie jeder. I don't know. Jeder von diesen gottverdammten Vollidioten ist Sub, Bro. Real Talk. Manchmal sieht dieser Chat aus, als wären wir im Sub-Mode. Guck dich das an. Guck dich das an. Das ist kranke Scheiße, Mann. Überraschung. Hi Kevin. Alter, was geht jetzt ab? Ja, ja. Was Richtiges an. Digga. Jetzt gibt's Überraschung. Und zwar von Jasmin. Jasmin hat ein Wichtel für dich vorbereitet. Was geht jetzt ab? Ja. Überraschung ist doch super. Was geht jetzt ab, Alter? Einfach mal. Hey. Was geht? Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja, sicher, klar. Okay. Hey, was geht? Alles gut. So, und du musst gleich mitsingen. Mitsingen? Auch das noch. Ja, warte mal. Ey, wenn ich wüsste, dass ihr kommt, hätte ich aufgeräumt. Ja, so. Ist okay. Okay? Okay. Aber es ist ein Banger, Bro. Deutsche Kaisernen, Mann. Hey. Ja, Dankeschön. Du kriegst gleich noch was. Von wem kommt ihr? Von der Jasmin Gnu. Ja. Oh mein Gott, ihr kommt. Von Gnu. Ja. Und du kriegst jetzt einen Link, da ist der Song drauf. Ja. Den kannst du dir nachher anhören. Ja. Glaub, der Tobi schickt den, glaube ich. Ja. Wir haben schon gehört. Echt eine coole Sache. Okay. Richtig cool. Dann Wichtelgeschenk. Und wie der auf uns kommt, wir sind so eine Mitsing. Wir machen Mitsing-Abende, Mitsing-Konzerte etc. Und, ey, hätte ich gewusst, dass ihr kommt, dann, ey, es tut mir unfassbar leid, das ist das Unangenehmste, wirklich, ihr seid am unangenehmsten Moment gekommen, der hätte... Mal, hier ist alles dreckig, hier liegt Essen rum überall und so. Stimmt. Also ich finde jedenfalls ja mit der Socke hier ganz prima. Ja, stimmt, hier liegt... Bro! Pass auf, was du mitsingen sollst, wir sind zum Beispiel... Fußball-WM, EM ist ja demnächst und wir spielen in Dortmund die Eröffnung der Fanzone. Ja. Singen mit den Leuten. Also oh, geil. Machen wir. Geil. Jetzt bist du dran. Jetzt machen wir mal einen Fußballsong. Ich kenne keinen. Doch, den kennst du. Ja? Den kennst du. Du kriegst auch einen Text. Den liegt hast schon du. Neben dir. Guck mal. So, jetzt musst du dir ein bisschen Mühe geben. Komm, die Leute finden das bestimmt super. Das ist krank. Das ist krank. Ich gebe dir einen anders gleich. Ja, ja, ja. Du kennst ihn, ne? Ja, ja, ja. Das ist krass. Das ist krass, Bro. Bro, darauf war ich nicht vorbereitet, Mann. Where are you again? I can't begin to know it. I know it's going strong. Was in the spring. Yeah. In the come the summer. Ich hab ein bisschen Angst, weil hier steht noch ein Song drauf. Oh Caroline, oh, 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 I've never seen so good. I've been inclined to believe that never won. Wow. Hast du gut gemacht, mein Kleiner. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Willst du einen oder? Willst du weitermachen? Ja, wir machen noch einen. Ja, komm, hier steht noch ein Song von Udo Jürgens drauf. Ja, ja, machen wir den auch noch, komm.
Wenn dann richtig üben. Alter, Chad, ich wusste davon wirklich überhaupt nichts, ne? Also es wirkt jetzt so, als hättest du übel scripted. Ich hab wirklich gar keine Ahnung, dass das gerade passiert, Bro. Auf Ernst, keine Ahnung, was hier gerade abgeht, Mann. Wo ist die Socke hin? Ich hab die mal weggeräumt, vorsichtshalber. Bis gestern hatten wir auch noch keine Ahnung. Was zum Fick, Alter? Aber ist doch schön. Ja, ist herrlich. Okay, wir machen. Du hast ein bisschen Pause. Wir fangen einfach im Moment drin an. Das ist aber so ein ganz ruhiger Teil. Du kennst ihn wahrscheinlich. Ja, normal ist ein Banger. Ich bin bereit, wenn ihr bereit seid. Okay. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Steckte er die Zigarette rein und ging wie selbstverständlich heim. Durchs Treppenhaus mit Monobox und Spießigkeit. Die Frau rief: Marco, bleibst du? Dalli, geht gleich los. Sie fragte, was? Nein. Was soll schon sein? Und jetzt alle. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging durch San Francisco in Zeissen. Die Mitzinger. Die Mitzinger. Die Mitzinger. Kann man euch so finden im Internet einfach? Ja, die Mitzinger bei Insta oder so. Die Mitzinger. Geil. Mitzingerabende etc. Das ist voll geil. Kann man das einfach so verschenken? Das kann natürlich man kann verschenken. Man verschenken. Das ist geil. Das mache ich auch irgendwann. Ey, Basti, die Jungs würden dann demnächst mal vorbeikommen. Okay, macht euch dann eine schöne Zeit. Vielen Dank. Wir sind weg. Vielen Dank. Wenn ihr heute noch irgendwas zu trinken haben. Ja, alles gut. Safe. Okay, ansonsten Tobi und Marsha kümmern sich dann. Ja. Genau. Ich habe nur noch für meine Kinder ein Autogramm. Ja, das kriegen wir hin. Logisch. Können wir direkt machen? Ich weiß nicht, ob, hast du eine Karte oder? Oh, nein. Ja, habe ich, aber die ist richtig schlimm. Wir machen es nachher. Okay, ja, gut. Okay, easy. Ciao. Ciao, ciao. Okay, gut. Alright, so I guess. Bro, what the fuck? Bro, what the fuck? Normalster Sonntag, Digga. Ich, wie aufgeregt. Bro, ich war mega aufgeregt. Digga, Bro, das Ding ist, das ist wirklich der ungünstigste Zeitpunkt. Normalerweise wäre heute, Chad, meine Haushälterin gekommen, hätte alles aufgeräumt hier. Die hat heute abgesagt, weil die meinte, die kann nicht. Da ist irgendwas dazwischen gekommen. Und jetzt, also es sieht halt hier wirklich, also das, den Part, den ihr seht, ich zeig euch mal ganz kurz die andere Perspektive. Warte, ich mache euch kurz einfach ein Video und schicke es dann einfach bei, oder ich mache ein Foto kurz. Ich zeige euch kurz POV, was die Jungs gesehen haben. Ist nämlich ganz übel. Heute ist es wirklich bodenlos. Ich dachte so heute noch, so no joke vor dem Stream, dachte ich so, Alter, ich glaube heute scheiß ich komplett drauf, wie es aussieht. Ich räume einfach nach dem Stream mal richtig, richtig ordentlich auf. Und jetzt auf einmal pullen zwei Leute ab und singen mit mir Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York, Digga. Bro, what the fuck? Warte mal, ich habe mir irgendwann mal so einen Ablageordner hier gemacht. Was ist das? Tobi, was zum Ficking ab, Alter? Das, ja, Überraschung. Das ja. Ist das High of Us. Hi. Alles gut? Wie geht's dir, mein Lieber? Hey, gut, großer. Ja, ist eine kleine Überraschung. Weil ein bisschen sollte ja eigentlich sein. Und das konnten wir jetzt nicht so verschieben. Digga, wie geil. Übelst geil. Also hatte Gnu mich quasi als... Es war mein wichtiges Geschenk einfach. Also dein wichtiges Geschenk habe ich dir per Link nochmal geschickt. Und das war quasi die Botschaft. Alter, ist das geil. Hast Bro, mein wichtiges Geschenk sagt ja überkrass dann. Ja. Ich wusste nicht, dass wir so eskalieren. Ja, schau dir den Link mal an. Ich glaube, dann ist es ein bisschen... Soll ich das jetzt auch machen? Ich glaube, das sollte ich eher wirklich dann machen, wenn wir wichteln. Ja, dann mach so. Ich glaube, das ist geiler. Okay. Ja, ich weiß, wichteln. Wir haben im Dezember gewichtet. Ja, 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 ja. Haben wir den Edding? Ich muss noch kurz eine Autogrammkarte ready machen, Chat. Okay. Das Ding ist, ich weiß nicht genau. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Das
Das geht nicht. Ansonsten habe ich noch. Ich habe noch die im Angebot. Ich glaube, das ist die bessere, oder? Ich gehe mit der hier. Habe ich noch eine andere? Ich glaube. Und ich habe noch diese hier. Ich glaube, ich gehe mit der hier. Da sehe ich nicht aus wie ein Vollidiot. Ja. Bro, Tobi, what the fuck? Weißt du, was mein erster Gedanke war? Nee. Ich dachte, dass Tim und Kenan das geplant haben. Weil Tim meinte bei mir am Telefon, er meinte so, ja, ich muss jetzt weg, weil ich muss noch mit jemandem telefonieren, ich kann dir aber nicht sagen, was es ist. Und dann hat er so geschmunzelt, so. Er war so. Ja, aber als ob er das dann so sagen würde, weißt du? So einen Tag vorher oder so? Ja, I don't know, bro. Er meinte so, ich muss, ich hab das dann einfach, ich hab's einfach vergessen, um ehrlich zu sein. Und auf einmal, ja, herrlich. Ja, geil. Super geil. Einmal für Luis und einmal für Paul. Vielen Dank an Gnu auch. Die hat das ja, das war ihr Wichtelgeschenk. Übergeil, what the fuck? Cool, ne? Ja, ultra geile Idee, Digga. Für wen? Für Luis mit UI und einmal Paul. Für LUIS dann wahrscheinlich? Und für Paul. Oh mein Gott, ich bin verschrieben, denke ich. Digga, Scheißendreck. Bro, ich bin so aufgeregt gewesen, ne? Ich dachte, was geht jetzt für ein Film? Ja, ich dachte, du hast irgendwie vielleicht ein bisschen Panik sogar, weil du gar nicht checkst, was abgeht. Digga, ich dachte Einbrecher. Alter, für Paul. Ey, easy. Geil. Sagst du den Jungs nochmal danke, ne? Na klar. Sehr geil. Viel Spaß dir noch. Ey, ciao. Krank. What the Die Sojasauce ist auf dem Boden. Oh mein Gott, die Sojasauce ist umgekippt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro, das ist der ungünstigste Tag wirklich. Boah, Junge. Aber real talk, Bro. Digga, hier. Also, Bro, alleine was ich gerade sehe, hier liegen Fahrradschuhe, hier steht ein Fahrrad, hier sind 3 Schalen auf dem Boden, hier liegt Pappmüll rum, hier sind Essstäbchen auf dem Boden, hier liegt ein random XLR-Kabel, hier liegt ein Pedal. Bro, guckt euch an, so sieht es aus hier bei mir. So sieht es aus, Chat. Das ist das, was die gesehen haben gerade. Das ist so krank, Bro. Digga, die Socke, guckt euch die Socke an, Digga. Das ist crazy, Mann. Das ist crazy, Digga. Und dann er hier, Bro. Das ist krass. Das Bild auch noch, Digga. Junge, das war mir noch nie, also das war mir so unangenehm, Alter. Mein Raum war mir noch nie so. Das Ding ist, guck mal, es ist eine andere Sache, wenn jetzt so jemand vorbeikommt wie Dominik oder so. Bro, der hat schon andere Sachen, der hat schon alles gesehen, so, you know? Der weiß genau, was so ist. Und das war auch schon schlimmer und so. Und all good. Aber das sind so Männer, die so im Leben stehen, Bro. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist krass. Aber wer hätte da. Bro, Real Talk, wer hätte damit rechnen können, dass heute die Mitsinger abholen bei mir, Chat? Bro, wer hätte damit rechnen können? Digga, ist das kacke. Ich checke legit auch nicht, wie du in diesem Chaos dich wohlfühlst. Fühl dich nicht. Ich dachte, dass heute meine Haushälterin kommt, Bro. Alright? Aber sie kommt halt morgen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, anstatt jetzt eine halbe Stunde später online zu kommen, scheiße ich einfach drauf. You know? Das war der Gameplan für heute. Leider mussten mein Freund und ich heute Abschied nehmen von unserer Katze. War ein sehr harter Tag. Ja, check ich. Wir danken dir sehr für die Ablenkung. Check du bist ich, super, ich. Mach weiter so. Danke, du bist auch super. Bro, what the fuck? Fehlen nur noch ein paar Kakerlaken und Lil Bros deutsche Esmen Gold? Hey Kevin, fehlen nur noch ein paar Kakerlaken und Lil Bro ist deutsche Esmen Gold. Hey Kevin, magst du mal meinen Arbeitsraum aufräumen? Liebe Grüße, Taishi. Nee, tatsächlich nicht, danke, Bro. Bro, das ist kranke Scheiße, Mann. Als du vor Wochen dein Setup im Zimmer umgestellt hast für mehr Platz für Gäste, hab ich sowas nicht erwartet. Same. Guck mal die Story auf Insta von deinem Girl. Bro. Ja, geil, hat wenigstens Cracks bei mal einen aktuellen Upload, Bro, der nicht aus TikToks besteht. Immerhin, wa? Geladen. Wie habe ich eine Freundin, Bro? Das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Ich habe kurz überlegt, ob ich so Kai Sennett-mäßig anfangen sollte, so den Gritty zu hitten oder sowas, aber da dachte ich so, das kriege ich nicht hin. Du brauchst für diesen Bild. Das schaffe ich jetzt nicht, Leute. Das schaffe ich nicht, das packe ich nicht, Digga. Ich weiß nicht, wie Kai Sennett das macht, Digga, ich pack das nicht. Ich dachte, Real Talk, das überlebe ich nicht. Den Cringe überlebe ich nicht, Digga. Das wären 3 zu viel, ja. Diese Glühbirne auch noch, Bro, ich habe nicht mal eine Lampe hier.
Digga, hier ist ein Fahrrad, da ist eine Ente drauf. Es ist, ach mein Gott. Ein Typ, der meine Mutter bedroht.